más minutos con ella. El amor ya te escogió y tú tienes que dejarte llevar. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich hier, was man hier gerade sieht, ich habe hier eine Study gemacht. Das habe ich schon seit längerem nicht mehr getan und das war auch einer der großen Gründe, warum ich das überhaupt getan habe. Und zwar habe ich schon lange keine digitalen Bilder mehr gemalt, lange keine Studies mehr gemacht und ich dachte, es wird mal wieder Zeit. Und ich dachte so, ja, warum nicht? Das kannst du ja gleich in irgendein Video packen und ein bisschen darüber reden, was eine Study ist, was eine Study ausmacht. Und genau darum soll es gehen. Eine Study, beziehungsweise wie man auf Deutsch wahrscheinlich sagen würde, Studie, impliziert immer, dass man irgendetwas versucht zu lernen. Das heißt, es muss nicht zwingend sein, dass man irgendein Bild abmalt oder so. Oft kann man auch einfach irgendwelche Stichpunkte zu einem Bild machen oder sich einfach bloß ein Bild angucken und sich dann überlegen, okay, was hat derjenige, der es gemalt hat, getan, um es so aussehen zu lassen, wie es aussieht. Oft, zumindest bei mir, ist es dann meistens so, dass ich das Bild dann trotzdem abmale, weil es mir dann meistens darum geht, irgendwas zu lernen, zum Beispiel wie etwas aussieht, wie man etwas rendert, wie dort die Lichtverhältnisse sind. Und bei der Study, die ihr hier gerade seht, ging es mir, wie gesagt, vor allem darum, mal wieder ein bisschen reinzukommen ins digitale Zeichen. Und vor allem wollte ich diesen asiatischen Look von dem Kerl dort versuchen zu übernehmen und das zu lernen. Und außerdem fand ich das Licht-Setup ziemlich cool, also dieses komische Nachtlicht und wie seine Haut so schimmert und so. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus und ich wollte mir halt versuchen, diesen Look anzueignen und deshalb habe ich versucht, das Ganze abzumalen. Dann ist eine Study auch meistens am effektivsten, und zwar wenn man sich vorher schon so ein Ziele steckt, was man an der ganzen Geschichte lernen will, wenn man das Bild abmalt und sich schon im Vorhinein klar ist, worauf man sich fokussieren will. Natürlich bringt es auch immer sehr viel, wenn man einfach bloß Bilder abmalt, ohne jetzt spezifisches Ziel vor Augen zu haben. Dadurch lernt man auch super viel, wenn man einfach ganz viele Bilder abmalt. Aber wenn man im Vorhinein schon so weiß, okay, die und die Punkte an dem Bild interessieren mich besonders und die Punkte, auf die will ich mich besonders konzentrieren, dann ist das meistens noch effektiver, als wenn man einfach bloß so ein Bild abmalt. Und gerade Anfängern würde ich das auf jeden Fall empfehlen, einfach so viele Bilder wie möglich abzumalen und die auch so lange abzumalen, bis sie möglichst so aussehen wie das Original. Das bringt auf einen am Anfang vor allem auf jeden Fall extrem weiter. Das kann dann auch gut und gerne auch über mehrere Tage und richtig lang dauern. Also ich meine, für das Bild, das ihr hier gerade seht, habe ich insgesamt circa 3,5 Stunden gebraucht. Das ist so, keine Ahnung, Durchschnittslänge. Also ich würde mal behaupten, so eine schnelle Study in der Form dauert bei mir so meistens halbe bis eine Stunde. Das ist jetzt so eine mittlere bis länger dauernde Study mit so 3,5 Stunden. Aber es kann auch gut und gerne 10 Stunden oder 15 Stunden oder was weiß ich dauern. Einfach so lange dauern, wie es halt dauert. Weil wenn man das Bild dann so lange durchrendert, bis es wirklich haargenau so aussieht wie das Original, lernt man vor allem am Anfang am meisten. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht ein bisschen verwerflich ist, einfach nur Bilder zu kopieren, weil man ist ja dabei selbst gar nicht kreativ und so. Und ich finde, da muss jeder so ein bisschen mit sich selbst darüber sich Gedanken machen, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Ich finde vor allem, wenn man die Bilder dann postet irgendwo, finde ich es irgendwie, vor allem wenn man nicht einfach bloß irgendwelche Fotos abmalt, sondern vielleicht Kunst von anderen, weil man irgendwie, keine Ahnung, den Stil lernen will oder so, von der Person, dann finde ich, sollte man wenigstens irgendwie hinzuschreiben, von wegen von dem und dem oder inspiriert durch so und so, weil ansonsten ist es halt wirklich, dass du einfach bloß das Bild klaust. Natürlich, du lernst was dabei, nach Möglichkeit zumindest, aber wenn du einfach bloß sozusagen den kreativen Part einer anderen Person klaust, dann finde ich das nicht so cool. Da sollte man, finde ich, schon eher noch dazu schreiben, von wem man das hat, weil ansonsten ist das halt wirklich schon so ein bisschen klauen. Aber am Ende wird sowieso keiner kommen, das heißt, da muss man selbst gucken, also ob das für einen selbst klar geht oder nicht. Aber so handhabe ich das. Wie man am Anfang gesehen hat, sah
das Bild noch ziemlich krüppelig aus und wird dann immer mit der Zeit so ein bisschen angenehmer und angenehmer zum Anschauen zumindest. Und das liegt daran, dass gerade bei Porträts es so ist, dass die immer ziemlich schräg und schief aussehen, wenn schon die kleinsten Proportionsfehler da sind. Und deshalb gehe ich auch mehrfach mit Liquify drüber, um das dann immer ein bisschen mehr anzupassen. Und gerade weil ich am Anfang auch keine Vorskizze oder so gemacht habe, sondern einfach direkt mit Farbe reingegangen bin, war mir von Anfang an klar, dass es immer viele Ungenauigkeiten geben wird und ich da noch mehrfach immer drüber gehen muss. Und das ist ganz normal und das ist bei Studies auch oft so, dass anfangs das Ganze manchmal aussehen kann wie ein Schlachtfeld und dann erst ab einer bestimmten Weile sich dann immer besser und besser dann auch ansieht. Also da muss man ein bisschen Geduld haben und wissen, dass es noch gut wird und gut werden kann, wenn es am Anfang schief aussieht. Genau, das ist ganz normal und das ist bei mir auch relativ oft so. Und außerdem muss man ja auch immer seine Ziele im Auge behalten. Also ich meine, deshalb habe ich das gesagt, dass das mit dem sich vorher wissen, was man machen will, dass das wichtig ist. Und zwar ging es ja, wie gesagt, mir darum, diesen asiatischen Look und das Licht einzufangen. Und nicht darum, dass jetzt hundertprozentig alles genauso aussieht wie das Original. Und genau. Was mir auf jeden Fall auch geholfen hat, das seht ihr auch hier immer ab und an, ist, dass ich das Bild gespiegelt habe. Das kann man machen über Image und dann Mirror Horizontally, glaube ich. Ich bin super schlecht, was dieses Horizontal-Vertikal angeht. Ich probiere es einfach immer aus. Aber damit kann man das Bild auf jeden Fall spiegeln. Und das hilft einem auf jeden Fall, weil man dann sozusagen einen frischen Blick drauf kriegt, weil sich mit der Zeit die Augen immer an die Fehler, die im Bild sind, dran gewöhnen. Zum Beispiel, wenn man lange ein Bild anguckt mit einer, keine Ahnung, wo jemand eine schräge Nase oder so hat oder wo das eine Auge viel zu niedrig ist oder zu hoch oder zu klein oder so. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und wenn man das Bild dann einfach einmal spiegelt oder meinetwegen auch eine kleine Pause sich nimmt und nach einer halben Stunde oder so wieder rankommt, dann fallen einem solche Fehler viel eher auf, weil sich das Auge dann wieder sozusagen frisch an dieses Bild setzt und einem solche Fehler halt dann direkt mit auffallen. Genau. Dazu habe ich dann natürlich immer synchron meine Reference mitgespiegelt, damit ich nicht spiegelverkehrt denken muss beim Malen. Was ich auf jeden Fall auch noch sagen will, ist, wie es in den nächsten paar Wochen weitergehen wird hier auf dem Kanal, denn es wird wieder mal eine kleine Pause geben, weil ich die nächsten 3 Wochen auf jeden Fall keine Videos hochladen werde und kann, weil ich nicht da bin. Ich fliege ganz weit in die Welt weg. Genau, deshalb seid gewarnt, hier wird es ein bisschen still werden die nächsten paar Wochen. Deshalb wollte ich jetzt auch noch das Video unbedingt noch raushauen, weil letzte Woche war ja auch schon kein Video und ich wollte jetzt nicht irgendwie 5 Wochen am Stück keine Videos machen, sondern wenn dann halt eben bloß 3. Aber wenn ihr trotzdem irgendwie Content oder so von mir sehen wollt, ich werde vielleicht irgendwas auf Insta posten, vielleicht auch nicht. Wenn euch sowas interessiert, ich habe mein Instagram verlinkt. Schamlose Selbstwerbung. Genau. Das kann man machen. Und genau, dann war es das eigentlich soweit schon mit dem Video. Man sieht auch, dass sich die Study langsam dem Ende neigt. Ich mache jetzt hier nur noch so die letzten Feinschliffe. Und genau, was ich halt immer so mache, mache noch Blurs drüber und so. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, man sieht sich nach der kleinen Pause wieder. Und bis dahin, einen schönen Sommer und adios!